Willkommen zurück, liebe Geschwister. Lass uns mit deinem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Dank sagen, dass wir nach dieser langen Unterbrechung wieder diesen Studienkreis fortfahren können. Und wir möchten dich bitten, dass du ihn wieder segnest, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass du uns hilfst, auch jetzt, was in diesem Ukraine-Krieg passiert und passieren wird, dass wir das alles richtig einordnen können und verstehen können. Und mögest du das auch so führen, dass das auch in deutscher Sprache alles aufgezeichnet werden kann. Und wir danken dir für alles. In Jesu Christi Namen. Amen. Okay, gut. Also, wir hatten ja jetzt eine lange Unterbrechung. Vor allem halt natürlich reisebedingt. Ich war ja viel unterwegs die letzte Zeit und dann war das leider nicht mehr so möglich, das durchzuführen wie gewohnt. Aber ich möchte gerne anknüpfen, dort wo wir aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnern kann an das letzte Studium, was wir gemacht haben. Das war dann meines Erachtens nach, war das halt auch über den Ukraine-Krieg. Da habe ich dann angefangen, so ein bisschen eine Einleitung zu machen über, ja, welche Rolle Putin spielt und auch wie man Wahrheit und Irrtum voneinander unterscheiden kann, jetzt auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Das waren, glaube ich, so die letzten zwei Studien, die wir gemacht haben. Und was ich jetzt heute angedacht habe, was wir versuchen zu etablieren, ich weiß nicht, ob wir von der Zeit her das schaffen, weil wir haben ja heute ein bisschen später jetzt angefangen, aber zumindest, dass wir da schon mal den Grundstein verlegen, ist nochmal dieses Rollenspiel durchzugehen, dass wir dieses Rollenspiel nochmal verstehen, dieses Konzept des Rollenspiels in der Bibel. Und dann können wir darauf aufbauen. Ja, dann habe ich vor, dass wir dann nochmal durch verschiedene Punkte gehen, die wir eigentlich schon immer wieder auch in Vorträgen dargelegt haben über Gog und Magog und über, ja, die Rolle von Putin und Zelensky in diesem Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Und was wir dann verstehen, was dann letztendlich schon passiert ist, ja, und noch passieren wird. Und ich habe gedacht, dass es gut wäre, dass wir das auch in deutscher, also in ausschließlich deutscher Sprache haben. Also davor ist es ja dann immer in Übersetzung aufgenommen worden, mit deutscher Übersetzung, in Englisch original, mit deutscher Übersetzung. Und so denke ich, ist auch gut, dass man das auch mal einfach nur in Deutsch hat. Okay, gut. Dann lasst uns zu den Notizen gehen und zu unseren Bibeln greifen und uns diese verschiedenen Konzepte und Prinzipien jetzt anschauen. Das sind Notizen hier von einem Vortrag, glaube ich, aus Mai, aus dem Monat Mai, den hat Bruder Marc gemacht. Und ich möchte darauf aufbauen. Also, Titel ist: Die Welt ein großes Theaterstück. Gehen wir erstmal zu Johannes 17, Vers 17. Da sagt Johannes: Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und Ellen White kommentiert darüber, über dieses Konzept, im nächsten Zitat. Und sie sagt, spricht hier auch über Wahrheit und Irrtum. Und sie sagt hier: Kein Irrtum stammt von der Wahrheit. Blick, geht das gerade nicht. So. Kein Irrtum stammt von der Wahrheit und Irrtum heiligt niemals den Empfänger. Das scheint mir komisch übersetzt zu sein. Kein Irrtum stammt von der Wahrheit. Irrtum heiligt. Also ich weiß nicht, also der erste Halbsatz scheint irgendwie wenig Sinn zu machen. Kein Irrtum stammt von der Wahrheit. Ich weiß nicht, muss man beim Englischen nachschauen, was da stand. Aber es steht hier, dass auf jeden Fall der Irrtum niemals den Empfänger heiligt. Und sie sagt weiter: nur durch die Wahrheit können wir geheiligt werden. Der Irrtum besitzt keine heiligende Kraft. Er kann die Seele nicht retten. Wie sorgfältig sollten wir daher die Lehrer der Wahrheit darauf achten, oder wie sorgfältig sollten daher die Lehrer der Wahrheit darauf achten, dass ihre Worte wahre Worte sind. Worte, wie sie von den Lippen des großen Lehrers fallen. Nächstes Zitat. Irrtum ist niemals harmlos. Er heiligt nie, sondern bringt immer Verwirrung und Zwietracht. Er ist immer gefährlich. Der Feind hat große Macht über den Verstand, der nicht gründlich durch Gebet gestärkt und in der biblischen Wahrheit gegründet ist.
Ja, denn Satan ist ja der Urheber allen Irrtums. Und wenn wir Irrtümer empfangen und hegen, dann geben wir natürlich dem Teufel damit Raum, in unserem Verstand zu wirken und Gewalt über unseren Verstand auszuüben und uns in falsche Wege hinabzuführen. Okay, danke. Christian hat das englische Original hier gepostet. Von dem ersten Zitat, wo stand, kein Irrtum stammt von der Wahrheit. Und da steht im Englischen, no error is of the truth. Also kein Irrtum ist von der Wahrheit. Ja, also in dem Sinne, wie ich das jetzt verstehen würde, ist, dass kein Irrtum in der, keine Wahrheit im Irrtum ist. Ja, no errors of the truth. Okay, also der Irrtum hat keinen Bezug zur Wahrheit. Ja, es hat keinen Wahrheitsgehalt drin. Okay, gut, nächstes Zitat. Da spricht sie jetzt von der Bibel. Das ist aus dem Buch Erziehung. Die Bibel ist die älteste und umfassendste Geschichtsaufzeichnung, die der Mensch besitzt. Sie entstammt der Quelle der ewigen Wahrheit. Und durch die Jahrhunderte hindurch hat eine göttliche Hand ihre Reinheit bewahrt. Ja, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott seine schützende Hand über sein Wort gehalten hat. Aber auch da müssen wir natürlich dann wieder das mit einer gewissen Einschränkung verstehen, in dem Sinn, dass wir wissen, dass es ja sehr viele Bibelübersetzungen gibt und von manchen wissen wir schon von vornherein, wie die Volksbibel zum Beispiel, dass das eine Bibel ist, die ganz bestimmt nicht von Gottes Hand bewahrt worden ist, ja, sondern dass das eine verdorbene Bibel ist. Okay? Deswegen, was meint sie damit? Ja, sie meint damit, dass Gott auf jeden Fall sein Wort bewahrt hat, dass sein Wort in seiner Reinheit existiert hier auf Erden. Wir müssen dann nur wissen, welche Bibel ist es denn? Und dazu können wir ja dann ganz einfach zu den Regeln von Miller gehen, die uns ja gnädigerweise der Herr uns auch bewahrt hat. Und die Regeln von Miller, da sagte Ellen White, die sollen wir studieren und so sollen wir die Bibel studieren, wie Miller studiert hat, um die dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Deswegen, das sind die einzig wahren Studienregeln, die wir haben, weil sie basierend auf der Bibel sind. Okay, und in diesen Regeln schreibt ja dann auch Miller in der Regel Nummer 14. Ich habe sogar, glaube ich, die deutsche Version dabei. Nicht, oder habe ich die weggegeben? Schade. Ich habe die deutsche Version leider nicht mehr zur Hand. Die habe ich anscheinend jemand schon weitergegeben. Aber in Regel Nummer 14 spricht er davon, dass Gott auch hier die Übersetzung seines Wortes bewacht hat. Und damit meint er natürlich die King James Bibel. Ja, er hat die Regeln basierend auf der King James Bibel gefunden. Er hat alle seine Wahrheiten basierend auf der King James Bibel herausgefunden. Die King James Bibel, das ist auch die Bibel, die Ellen White hochgehalten hat, als sie in der Vision war. Ja, und hat gesagt, das ist Gottes unverfälschtes Wort. God's unadulterated word. Okay, das war die King James Bibel. Und deswegen, die King James Bibel ist das Wort oder die Bibel, die Gott in seiner Reinheit bewahrt hat. Okay, gut. Lesen wir weiter. Also sie, die Bibel, erhält die weit entfernte Vergangenheit, in die die menschliche Forschung vergeblich einzudringen sucht. Nur in Gottes Wort sehen wir die Kraft, die die Erde gegründet und den Himmel ausgedehnt hat. Nur hier finden wir einen authentischen Bericht über den Ursprung der Völker. Nur hier finden wir eine Geschichte der Menschheit, die nicht durch menschlichen Stolz oder Vorurteile befleckt ist. Also in der Bibel haben wir den authentischen Bericht von den Ursprüngen der Völker. Nächster Absatz. In den Aufzeichnungen der Menschheitsgeschichte erscheint es, als sei das Wachstum der Nationen, der Aufstieg und Fall von Reichen abhängig vom Willen und von den Fähigkeiten des Menschen. Ja, auch jetzt, wenn wir uns den Ukraine-Krieg anschauen, ja, dann sehen wir die Hauptakteure in dieser ganzen Auseinandersetzung. Ja, wir haben Zelensky auf der einen Seite, wir haben Putin auf der anderen Seite und dann haben wir natürlich die anderen Weltherrscher oder Politiker, Biden und Scholz und ja, wie sie alle heißen. Ja? Und die alle spielen ja eine gewisse Rolle und dann als Mensch betrachtet man die und denkt, okay, ja,
der hat so und so eine große Armee und der hat so und so eine große Armee und der hat diese Taktik und der hat jene Taktik und was man da alles so betrachtet, ja, aus menschlicher Blick und dann denkt man, okay, dann ist an sich die Sache doch schon gelaufen. Ja, der eine hat doch schon gewonnen, weil er diese ganzen Vorteile hat und der andere hat schon verloren, weil er diese ganzen Nachteile hat. Und das, was Ellen White hier sagt, dass die großen Herrscher der Weltzeit, ja, wie Nebukadnezar, der alles dann eingenommen hat, oder Medo-Persien, oder Alexander der Große, ja, der ja auch dann erfolgreicher Kriegsherr war, dass man dann denkt, ja, das waren einfach diese talentierten Männer oder Frauen weniger, ja, das waren die Männer eher die Kriegsherren. Die haben dann einfach wegen ihrer Schlauheit, wegen ihrer Fähigkeiten, haben die dann diese Sieger errungen. Aber nein, Gott war es, der ihnen entweder Gelingen geschenkt hat oder sie ihnen eine Grenze gesetzt hat, wo sie nicht mehr weiter konnten. Und genau dasselbe werden wir sehen, ist hier auch im Ukraine-Krieg. Ja, das müssen wir verstehen. Wir müssen das aus einem biblischen Blickwinkel betrachten und nicht basierend auf menschlichen Einschätzungen. Also die Entwicklung der Ereignisse scheint zu einem großen Teil von seiner Macht, also von der Menschenmacht, seinem Ehrgeiz oder seiner Willkür bestimmt zu werden. Aber im Wort Gottes wird der Vorhang beiseite gezogen und wir sehen hinter, über und durch all das Spiel und Gegenspiel menschlicher Interessen, Macht und Leidenschaften die Handlungen des Allbarmherzigen, der in aller Stille und Geduld die Ratschlüsse seines eigenen Willens ausführt. Ja, und wo kann man das nochmal genau sehen? Also wo sieht man, dass Gott das Weltgeschehen in den Händen hält? In welcher Vision, welcher Prophet hat das gesehen? Ich meine, okay, eigentlich jeder Prophet hat das auf eine Art und Weise gesehen, aber welcher Prophet hat das besonders gesehen? Sag ich mal so, wem fällt das ein? Ja, wer hat gesehen, dass Gott das Weltgeschehen in seinen Händen hält? Gehen wir mal zu Hesekiel Kapitel 1. Okay, Daniel, ja, Daniel ist auch nicht verkehrt, ja, die Antwort. Daniel hatte ja das sozusagen diese Offenbarung bekommen, wie Gott Könige einsetzt und Könige absetzt, richtig? Also das ist absolut richtig, die Antwort. Aber ich wollte auf Hesekiel Kapitel 1 zu sprechen kommen. Hesekiel 1, genau. Christian hat die richtige Antwort gegeben, die ich gesucht habe zumindest. Gehen wir zu Hesekiel 1. Und da sieht ja Hesekiel dann diese vier lebendigen Wesen, diese vier Cherubim. Und die hatten ja dann diese Räder bei sich, richtig? Und lesen wir mal dann hier das Vers 16. Lesen wir Vers 16. Da steht: Das Aussehen der Räder und ihre Gestaltung war wie der Schimmer eines Chrysolits. Und alle vier hatten die gleiche Gestalt. Sie sahen aber so aus und waren so gemacht, als wäre ein Rad mitten in dem anderen Rad. Das sind diese Räder in den Rädern. Und Ellen White sagt ja darüber, das ist das komplizierte Zusammenspiel von menschlichen Ereignissen. Aber es ist alles unter der Kontrolle Gottes, weil er ist derjenige, der hier diese Vision, die Hand unter den Flügeln der Cherubim hat, die dann wiederum diese Räder anstoßen oder zum Stehen bringen. Ja. Und deswegen, da hat Ezekiel dann gezeigt bekommen, genau dasselbe, was Daniel auch gesehen hat, wie Gott derjenige ist, der Könige einsetzt und absetzt, wie er in Kontrolle aller Dinge ist. Okay, und deswegen auch der Krieg jetzt hier in Ukraine steht letztendlich unter Gottes Kontrolle. Ja, er wird nur das zulassen, was er zulassen wird und nichts mehr und nichts weniger. Und deswegen ist es so gut, ja, wenn wir dieses Prinzip verstehen mit diesem Rollenspiel, ja, mit diesem Schauspiel letztendlich, was es ist, ja, dass wir hier in der Bibel in dem Sinne schon das Drehbuch haben, ja, wie diese Geschichte abläuft und wie sie auch zu Ende kommen wird. Ja, deswegen, wir können jetzt schon im Vorhinein einfach ins Drehbuch schauen, in dem Sinn, und gucken, aha, so geht also dieses Schauspiel aus. Und dann können wir sogar dann in der Bibel finden, was das eigentlich bedeutet, dieses Schauspiel. Was möchte Gott mich damit lehren? Was bedeutet das auch für mich persönlich als Individuum? Okay? Das sind ja alles dann Fragen, die wir uns stellen können und sogar stellen sollten. Ja, was bedeutet das eigentlich, Gott? Warum lässt du das zu? Was willst du mir damit sagen? Ja? Und Gott möchte uns ja retten. Deswegen ist, ja, Gott lässt nichts zu, was nicht gleichzeitig zu unserer Erlösung dient. Ja? In der Bibel steht ja in Römer, es wird nun alles
denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Ja, also alles, was dann in deinem Leben passiert, ob es jetzt persönlich in deiner eigenen Sphäre ist, in deinem eigenen Umkreis, oder ob es dann extern irgendwo in der Welt geschieht, was du mitbekommst, weil du gerade im Leben bist und das sozusagen vor deiner Nase alles abläuft, alles ist dazu dann da, dass du gerettet wirst, ja, dass es dir zum Guten letztendlich dient. Und auch dieser Ukraine-Krieg, so schrecklich wie er ist, ja, wird letztendlich von Gott benutzt werden können, um etwas Gutes daraus hervorzubringen. Und das ist was Schönes. Ja, Satan ist der Kriegsherr, Satan ist derjenige, der Kriege herbeiführt. Gott lässt es zu, ja, wenn der Mensch sich dem Satan sozusagen hingibt, ja, dann lässt Gott diese Kriege zu. Aber Gott kann etwas Positives daraus bringen, wenn wir es richtig einordnen, wenn wir es richtig verstehen und die richtigen Lehren daraus ziehen. Und das ist wichtig. Ja, und das versuche ich dann auch mit euch dann über die nächsten Studien herauszuarbeiten und so Gott es gibt. Okay, lasst uns das nächste Zitat oder den nächsten Absatz lesen. Gott hat in seinem Gesetz die Prinzipien offenbart, denen alles wahre Gedeihen sowohl von Nationen wie auch von Individuen zugrunde liegt. Also hier haben wir das wichtige Prinzip, ja, dass Nationen und Individuen nach denselben Prinzipien gedeihen können oder Umkehrschluss verfallen oder verderbt werden können. Ja, also wenn man diese Prinzipien brechen würde. Und deswegen auch das, was jetzt unter den Nationen da passiert, ja, mit Ukraine und Russland und so weiter, das ist also ein Schauspiel. Und da kann man auch gucken, ja, welche Prinzipien werden letztendlich da beachtet oder missachtet. Und was hat das dann laut Gottes Wort jeweils für Konsequenzen, wenn man dieses Prinzip beachtet oder wenn man dieses Prinzip missachtet und bricht. Und das sind dann auch wieder, ja, auf der externen Ebene dann ein Schauspiel oder eine Lektion, die ich mir anschauen kann, um zu verstehen, aha, das ist dann tatsächlich so passiert, ja. Dieses Prinzip hat diese Nation gebrochen, deswegen ist sie jetzt gefallen. Und dieses Prinzip hat diese Nation aufgehalten, deswegen ist sie gewachsen und hat oder ist gedeiht. Ja. Und so kann Gott uns eine lebendige Veranschaulichung geben von dem Auswirken seiner Prinzipien. Ja, je nachdem, wie sie dann ja, gehandhabt werden. Und das hat Gott ja auch auf diesen... Ich glaube, ihr könnt das jetzt auf der Kamera nicht mehr sehen, aber hier sind ja die beiden Karten, rechts und links. Und links von mir ist jetzt hier zum Beispiel diese Daniel-Statue. Und diese Daniel-Statue ist als ein Mensch dargestellt. Ja, deswegen, da sieht man auch, die Königreiche, die Nationen werden dort als ein Mensch dargestellt. Ja, deswegen, Gott will uns von Anfang an klar machen, ja, das, was mit den Nationen passiert, das ist dasselbe, was mit den Einzelmenschen, mit den Individuen passiert. Das sind dieselben Grundsätze, die sein Handeln gegenüber Nationen als auch Individuen bestimmen. Deswegen kann uns dieser Ukraine-Krieg dann sehr viel für uns persönlich lehren. Lesen wir weiter. Denn darin besteht eure Weisheit, euer Verstand. Mose verkündete den Israeliten bezüglich des Gesetzes Gottes, es ist kein nichtiges Wort für euch, sondern euer Leben. Das ist das 5. Buch Mose. Der Segen, der Israel damit zugesichert ist, wird zu denselben Bedingungen und in demselben Grad jeder Nation und jedem Individuum unter dem ganzen Himmel zugesichert. Also das ist interessant, weil Inwald bringt jetzt noch einen weiteren Aspekt mit ins Spiel, nämlich sie sagt auch, der Segen, der Israel damit zugesichert ist. Also wenn man das Gesetz Gottes aufrecht hält, dann kommt ein Segen und das ist Israel zugesichert worden und Israel ist ja das Volk Gottes. Also schattet das Volk Gottes hier am Ende der Welt voraus. Deswegen, sie bringt jetzt hier Israel oder das Volk Gottes ins Spiel und sagt, dieselben Bedingungen, wie Israel den Segen erhalten konnte, sind auch jeder Nation und jedem Individuum zugesichert worden. Deswegen haben wir folglich, schreibe ich das mal auf, Nationen, ja, Volk Gottes und Individuen. Alle werden nach denselben Grundsätzen letztendlich beurteilt werden, nach dem Gesetz Gottes. Und deswegen auf diesen verschiedenen Ebenen, ja, kann man dann jeweils dieselben Prinzipien sehen und das sind alles Lektionen für uns. Ja. Und deswegen lässt Gott auch diese Sachen zu, um uns eine Lektion damit zu lehren, für uns persönlich.
Okay, lesen wir weiter. Die Macht, die von jedem Herrscher auf der Erde ausgeübt wird, kommt vom Himmel. Und sein Erfolg hängt davon ab, wie er die ihm verliehene Macht nutzt. Okay, also Putin und Zelensky sind beide vom Himmel eingesetzt worden. Okay, also Gott hat es zugelassen, dass sie auf den Thron kommen konnten. Und je nachdem, wie sie diese Macht jetzt einsetzen, hängt das dann davon ab, wie erfolgreich sie sein werden. Okay? Und das ist dann ganz interessant, wenn man dieses Konzept versteht. Nächster Satz. An jeden ergeht das Wort des göttlichen Wächters. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Ja, sie kennen Gott ja nicht, ja, aber Gott hat sie dennoch eingesetzt. Und das ist jetzt hier aus Jesaja 45, Vers 5 zitiert von ihr. Das spricht über Kyros damals, ja, in Jesaja 45. Kyros kannte den Herrn nicht, aber Kyros hat trotzdem den Willen des Herrn erfüllt damals. Ja, er war jemand, der den Willen des Himmels richtig ausgeübt hat. Er hat die Macht richtig eingesetzt. Er hat Gottes Volk damals freigesetzt. Deswegen hatte er Erfolg gehabt. Ja, aber diejenigen Herrscher, die die Macht missbrauchen, die werden natürlich keinen Erfolg haben, sondern werden niedergebracht werden. Okay, nächster Satz. Und jedem gelten die Worte, die vormals zu Nebukadnezar gesprochen wurden, als Lehre des Lebens. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten, indem du den Armen Barmherzigkeit zeigst, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Ja, das war Nebukadnezar gesagt worden, aber es gilt für jeden anderen Herrscher auf der ganzen Welt. Okay? Und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Prinzip. Das heißt, du musst nicht unbedingt jetzt direkt Bundeskanzler sein oder Präsident von Amerika oder wer auch immer, ja, damit diese Worte dir gelten, sondern sobald du in irgendeiner Position bist von Autorität, wo du jetzt anfängst, Autorität über jemand anders auszuüben, sei es einfach nur, dass du jetzt ein Vater oder eine Mutter bist und du hast Kinder, ja, dann bist du in einer Autoritätsposition und dann gilt auch dieses Prinzip für dich. Okay? Einfach auf dieser Ebene. Okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, was weiß ich, jetzt ein Verkündiger bin, ein Prediger bin, ja, dann gilt das Prinzip auch für mich, für alle, denen ich das Wort verkündige. Okay, oder egal, wenn du jetzt ein Boss bist in der Firma, okay, gilt dieses Prinzip auch für dich. Oder, du musst ja, wie gesagt, noch nicht mal ein Boss sein, es reicht aus, wenn du jemand unter dir hast, gilt dieses Prinzip. Okay, und deswegen, das sind alles dann persönliche Dinge, die wir dann auf die Individuenebene auch herunterbringen können. Nächster Absatz. Diese Dinge zu verstehen, zu begreifen, dass Gerechtigkeit ein Volk erhöht, dass der Thron durch Gerechtigkeit errichtet und durch Barmherzigkeit aufrechterhalten wird, das Wirken dieser Prinzipien in der Manifestation seiner Macht, also Gottes Macht zu erkennen, desjenigen, der Könige absetzt und Könige einsetzt, das bedeutet, die Philosophie der Geschichte zu verstehen. Ja, also Gottes Prinzipien zu verstehen im Wirken der Nation, das ist letztendlich die wahre Philosophie der Geschichte. Und das können wir jetzt ja auch schon sehen, ja, wenn wir uns mal anschauen, ja, zum Beispiel hier Österreich, ja, was sie halt mit diesem Piekser hier alles so angestellt haben, schon in der Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft ist dann total gespalten. Und die Bibel sagt schon, ja, ein geteiltes Reich kann nicht bestehen. Okay? Deswegen, indem sie angefangen haben, Zwang einzusetzen und Täuschung und diese Sachen den Leuten reinzujagen, ja, damit haben sie schon angefangen, ihren eigenen Untergang in Gang zu setzen. Ja, und man sieht, ja, wie gesagt, die Gesellschaft wird immer mehr gespalten, die Regierung ist immer, sag ich mal, wackeliger geworden schon. Ja, der Bundeskanzler Sebastian Kurz ist abgetreten, Korruptionsvorfall, ja, ist aufgedeckt worden. Der Nachfolger, das war, wie heißt er nochmal, Schallenberg, ja, ist auch abgedankt, dann kurze Zeit später, jetzt haben wir Nehammer hier in Österreich. Und die ganze Regierung aber ist an sich ziemlich am Wackeln, ja, und die Leute, die werden immer ungeduldiger. Okay? Deswegen, wenn sie ja, das nicht verstehen, dann werden sie letztendlich ja, abgesetzt werden von Gott, ja, wenn sie das nicht umsetzen, was Gott möchte.
Aber Gott gibt immer eine Zeit, er gibt immer eine Gnadenzeit, wo sie sich bewähren können. Und das wird sie auch hier gleich weiter sagen. Nämlich im nächsten Absatz sagt sie, allein im Worte Gottes ist dies klar dargelegt. Hier wird gezeigt, dass die Stärke von Nationen wie von Individuen nicht in den Möglichkeiten oder der Ausrüstung zu finden ist, die sie unbesiegbar zu machen scheinen. Sie ist nicht zu finden in ihrer prahlerischen Größe. Sie wird an der Treue gemessen, mit der sie Gottes Absicht erfüllen. Okay? Also egal, ja, die Bibel, Jonathan zum Beispiel, ja, der Sohn von Saul, von König Saul, er hat gesagt, dass er mit seinem Waffenträger hochkam gegen die Philister, Gott, hat er gesagt, Gott kann retten durch viele oder durch wenige. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass es Jonathan war. Ja, vielleicht war es doch jemand anders, aber ich glaube, es war Jonathan, der es gesagt hat. Ja, Gott kann retten durch viele oder weniger. Und deswegen, es hängt nicht davon ab, ob du jetzt die größte Armee hast und die stärkste Militärmacht bist und jetzt gegen ein kleines Land kommst, ja, sondern es kommt davon, hängt davon ab, ob du Gottes Absichten erfüllst. Ja, und wenn ein Land, das klein ist, Gottes Absichten erfüllt, kann es ein Land, das groß ist, mit einer Riesenarmee kommt, kann es das besiegen. Okay? Und das hat man ja bei Israel auch immer wieder gesehen. Ja, sie haben mächtige Feinde zurückgeschlagen, die viel, viel mächtiger waren als sie, von menschlichen Faktoren her, weil Gott dann für sie gekämpft hat. Nächster Absatz. Eine Illustration dieser Wahrheit ist in der Geschichte des alten Babylons zu finden. Nebukadnezar, dem König, wurde der wahre Zweck nationaler Herrschaft unter der Gestalt eines großen Baumes dargestellt, dessen Höhe reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war sehr schön oder war schön und seine Frucht reichlich und Nahrung für alle fand sich an ihm. Und unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und von ihm nährte sich alles Fleisch. Daniel Kapitel 4. Diese Darstellung zeigt den Charakter einer Regierung, die Gottes Anspruch entspricht. Eine Regierung, die die Nation aufbaut und schützt. Also Gottes Absicht ist also folglich für die Nationen, ja, aufzubauen und zu schützen. Okay, aber wir haben ja gesehen, dieselben Prinzipien, die für Nationen gelten, damit sie gedeihen, gelten auch für die Gemeinde und auch für die Individuen. Ja, deswegen, wenn wir als Volk Gottes und auch als Einzelmenschen diesen Geist haben, ja, wenn wir immer danach bestrebt sind, andere aufzubauen und zu schützen, ja, und zu errichten, dann wird Gott uns segnen. Ja, dann wird Gott uns fest sozusagen machen in unserem Sattel. Ja. Aber wenn wir anfangen, wie wir gleich lesen werden, zu unterdrücken, ja, stolz und grausam zu werden, dann wird Gott uns niederbringen. Und das wird er nicht sofort machen, ja, aber er wird uns eine Zeit geben, wo wir Buße tun können und er wird uns warnen und sagen, pass mal auf, du hast dich jetzt gerade hier erhöht, du fängst an zu unterdrücken und du bist grausam und stolz geworden. Und wenn man dann aber nicht hinhört und nicht Buße tut, dann wird er letztendlich dich aus der Position entheben. Gehen wir zum nächsten Absatz. Gott hat Babylon erhöht, damit es diesen Zweck erfüllen kann, nämlich aufzubauen und zu schützen. Der Wohlstand begleitete die Nation, bis es eine Höhe an Reichtum und Macht erreicht hatte, die seither in der Schrift durch das inspirierte Symbol, ein Haupt aus Gold, nicht mehr erreicht worden ist. Aber der König scheiterte daran, die Macht anzuerkennen, die ihn erhöht hatte. Nebukadnezar sagte mit dem Stolz seines Herzens, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Daniel 4. Statt der Beschützer der Menschen zu sein, wurde Babylon ein stolzer und grausamer Unterdrücker. Ja. Also das ist genau sozusagen das Gegenteil von dem, was eigentlich Gott mit der Nation vorgehabt hat. Die Worte der Inspiration, die die Grausamkeit und Gier der Herrscher in Israel darstellen, enthüllen das Geheimnis des Falls Babels und des Falles vieler anderer Königreiche seit Beginn der Welt. Also was macht sie jetzt hier wieder? Ja, sie nimmt jetzt Israel
und nimmt die Herrscher in Israel und spricht ihren Geist an und sagt, dieser selbe Geist, wenn der gepflegt worden ist von den Herrschern der anderen Nationen, dann sind sie genauso zugrunde gegangen, wie Israel nachher zugrunde gegangen ist. Ja, das ist das Geheimnis für den Fall der Nationen, sagt sie hier, dass wenn also dieser Geist des Stolzes, dieser Geist der Gier und der Geist des grausamen Unterdrückens eine Nation ergreift oder die Herrscher einer Nation ergreift, dann ist letztendlich ihr Fall so gut wie besiegelt. Ja, es sei denn, sie tun noch Buße. Und das ist, was wir, wenn wir einfach nur die Augen auftun, ja, dann können wir sehen, wie die Politik heutzutage dieses Bild eigentlich immer mehr widerspiegelt. Ja, dass sie immer mehr gierig werden. Ja, die Politiker werden leider immer gieriger. Ja, sie sind bereit, sich zu verkaufen. Und fangen an, dann auch zu unterdrücken. Ja, also jetzt einfach nur mit den Peaks zum Beispiel. Ja, viele gehen da mit, ja, ohne wirklich die ganzen Fakten sich einfach mal anzuschauen, die ja ganz klar auf der Hand liegen mittlerweile. Und sind zu stolz, um einzugestehen, dass sie falsch lagen. Und unterdrücken letztendlich, ja, indem sie anfangen, diese Sachen aufzuzwingen. Und dass wir jetzt sozusagen eine Zeit haben, wo das jetzt erstmal alles wieder zurückgerudert ist, ja, wir wissen, dass es einfach nur eine kleine Zwischenzeit ist. Das wird alles leider wieder mit großer Wucht zurückkommen und schlimmer werden als zuvor. Okay, aber gleichzeitig wissen wir, dass wenn sie das machen und wenn sie dann nicht Buße tun, werden sie letztendlich auch gestürzt werden. Okay, und sie zitiert jetzt diesen Geist, ja, der israelischen Herrscher, der dann letztendlich auch derselbe Geist ist, den die anderen Herrscher hatten, bevor sie gefallen sind. Das steht nämlich, das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemästete schlachtet ihr. Aber die Herde weidet ihr nicht, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Hesekiel 34. Ja. Und wenn wir zu Hesekiel 34 gehen, also sie zitiert hier Verse 3 bis 4, lass uns da mal hingehen in der Bibel. Hesekiel 34. Dann gucken wir mal, an wen das hier adressiert ist. In Hesekiel 34. Also sie hat Verse 3 bis 4 zitiert, die wir gerade gelesen haben, lesen wir aber die Verse 1 bis 2, um zu sehen, an wen das hier adressiert ist. Steht, Hesekiel 34, Verse 1 bis 2, da steht, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Also es ging also an die Hirten, ja, an die, und hier sagt sie, es waren die Herrscher in Israel. Also die Hirten sind also folglich nicht nur dann die Hirten hier und Gottes Volk, also die Leiter in Gottes Volk, sondern sie wendet genau dasselbe Prinzip also dann auch auf die Nationen an. Ja. Deswegen auch die Politiker und vor allem dann auch die Regierungschefs und die Kanzler und Präsidenten und wie sie alle, was für Titel sie jeweils haben, sind also Hirten, okay, auf einer externen Ebene. Ja, immer wenn du in einer Leitungsposition bist, bist du vom Prinzip her ein Hirte. Und je höher natürlich du in der Autorität bist, ja, desto, sag ich mal, größerer Hirte bist du in dem Sinne, okay? Und du hast so umso mehr Schafe unter dir. Und sie wendet also jetzt das Prinzip der Hirten Israels hier auf die Herrscher der Welt an, wenn sie nämlich jetzt anfangen, die Herde nicht mehr zu weiden, sondern auszubeuten und zu unterdrücken und ja, letztendlich ihren eigenen Gewinn daraus ziehen zu wollen. Okay, und wer hat noch gesagt, dass er ein Hirte ist? Ja, wir wissen aus Johannes 10, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, und er hat dort gesagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Deswegen, Jesus hat ein Beispiel gelassen, wie wir als Hirte sein sollen. Ja. Immer wenn wir eine Hirtenposition haben, sollen wir diesen Geist manifestieren. Ja, wir sollen aufbauen und schützen. Und Jesus hat ja gesagt, wenn die Wölfe kommen, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, er wirft sich sozusagen schützend vor die Herde und die Wölfe können dann ruhig ihn zerreißen,
solange sie nicht die Herde anrühren. Okay? Und das ist letztendlich der Geist des wahren Hirtens. Okay? Und da kann man ja einfach schauen. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn wir es direkt schon auf den Ukraine-Krieg an, ja, da haben wir jetzt diese zwei Hirten, diese zwei Haupthirten, Putin und Zelensky. Ja, und da kannst du schauen, okay, welcher von denen hält die Prinzipien Gottes hoch? Ja, in dem Sinne, dass er wie der gute Hirte jetzt das eigene Volk schützt. Und welcher von denen ist der Hirte, der das eigene Volk ausbeutet und unterdrückt und dem letztendlich das eigene Volk egal ist? Okay? Und da kann man, denke ich, schon ganz klar sehen, wer von denen der schlechte Hirte ist, der Unterdrücker ist, und wer von denen der gute Hirte ist, der bereit war, sein Leben zu geben für die Schafe, der nicht geflohen ist, um sein eigenes Leben zu retten und sein Volk sozusagen den Wölfen zu überlassen. Okay? Deswegen, das sind einfach solche grundlegenden Prinzipien, die man dann schon anschauen kann, wo man dann sehen kann, aha, der eine erfüllt also Gottes Absicht, der eine Hirte, der andere Hirte erfüllt sie nicht, sondern erfüllt genau die Rolle, ja, wo Gottes Wort sagt, wenn er nicht Buße tut, dann wird er gestürzt werden. Okay? Also allein schon von diesem simplen Prinzip können wir schon wissen, wie dieser Konflikt ausgehen wird. Ja? Es sei denn, dass Putin Buße tun wird, wird er fallen. Okay? Ganz simpel. So, aber das wollen wir uns dann, wie gesagt, in den nächsten Studien noch genauer anschauen. Gut. Jetzt lass uns, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir können noch ein, zwei Zitate vielleicht lesen und dann schon mal zumindest einleiten dann für das nächste Studium am nächsten Mittwoch. Gehen wir zu Prediger 1, Vers 9 bis 10. Das ist uns ja auch ein wohlbekannter Vers, beziehungsweise wohlbekannte Verse. Prediger 1, Verse 9 bis 10, da steht, was eins gewesen ist, das wird wieder sein. Und was eins geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu. Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Also auch das, was jetzt in Ukraine passiert, ist nichts Neues, sondern das ist schon in Gottes Wort schon mal vorausgeschattet worden. Und lesen wir dazu das nächste Zitat. Wieder Buch Erziehung. Einfach ein paar Absätze später als das, was wir eben gerade hier aus dem Buch Erziehung gelesen hatten. Da steht, jede Nation, die auf die Bühne des Geschehens gekommen ist, hat die Erlaubnis erhalten, ihren Platz auf der Erde einzunehmen, damit man sehen kann, ob sie den Auftrag des Wächters und des Heiligen erfüllt. Also ich finde das immer so schön, ja, wie Ellen White das so formuliert. Das macht es, trifft es eigentlich immer sehr gut auf den Kopf. Ja, wenn ich das lese, stelle ich mir das so immer so vor. Ja, Gott ist halt der Allerhöchste, der einfach hier auf diesen kleinen Erdball blickt. Ja, und er erlaubt. Ja, er ist in voller Kontrolle aller Geschehnisse. Ja, er gibt dann die Erlaubnis und alles natürlich im Einklang mit seinem absolut gerechten Gesetz. Ja, je nachdem, wie eine Nation mit seinem Gesetz umgeht, kommt dann die oder jene Konsequenz daraus hervor. Okay? Gibt er dann die Erlaubnis oder verweigert die Erlaubnis für bestimmte Dinge. Okay? Und hier sehen wir, ja, also jede Nation, die auf die Bühne des Geschehens gekommen ist, hat die Erlaubnis erhalten, ihren Platz auf der Erde einzunehmen, damit man sehen kann, ob sie den Auftrag des Wächters und des Heiligen erfüllt. Also Gott ist in totaler Kontrolle. Ja? Und er schaut, okay, du Nation, jetzt Russland oder Ukraine oder Deutschland oder so, erfüllst du jetzt den Auftrag, den ich dir zugemessen habe. Die Prophetie hat den Aufstieg und Fall der großen Weltreiche aufgezeichnet. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Mit jedem von ihnen, wie auch mit den weniger mächtigen Nationen, wiederholte sich die Geschichte. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, haben wir eben gelesen. Jede hatte ihre Zeit der Prüfung, jede scheiterte, ihr Ruhm verblasste, ihre Macht verlor sich und ihr Platz wurde von einer anderen eingenommen. Okay? Also, und es war immer dasselbe. Warum hat jeder gescheitert? Was haben wir eben gerade gelesen? Weil sie immer stolz und grausam wurden am Schluss. Ja. Sie haben immer gut angefangen, aber dann größer und mächtiger sie wurden sie immer mehr zum stolzen und grausamen Unterdrücker. Und dann mussten sie wieder beseitigt werden. Und jemand anderes hat dann den Platz bekommen und die Möglichkeit bekommen, wieder das Richtige auszuüben, aber leider wieder dasselbe Problem.
Okay. Und so wird es leider sein bis zum Ende der Welt, dass die Nationen diese Lektion nicht lernen. Okay? Und deswegen wird auch Gott immer wieder dann die Könige absetzen und auswechseln und neuen Königen die Möglichkeit geben, sich zu bewähren, bis letztendlich der wahre König dann am Ende kommen wird und ja, diesem Ganzen ein Ende setzen wird für alle Ewigkeit. Okay, nächster Absatz. Die Geschichte, und denkt dran, sie hat diesen Begriff Bühne benutzt, ja, diese Weltbühne. Ja. Die Nationen sind also auf eine Bühne gesetzt worden und spielen jeweils dann ihre Rolle aus. Und das sagt sie nämlich hier im nächsten Zitat. Die Geschichte der Nationen, die eine nach der anderen die ihnen zugewiesene Zeit und den ihnen zugewiesenen Platz eingenommen haben und dabei unbewusst Zeugnis von der Wahrheit ablegten, deren Bedeutung sie selbst nicht kannten, spricht zu uns. Ja, die Nationen wissen ja gar nicht, dass sie, inwiefern sie jetzt Gottes Absichten erfüllen oder nicht und so weiter und so fort. Ja, sie machen sozusagen nach ihrem weltlichen Ermessen, schmieden ihre Pläne und machen ihre Dinge. Okay? Und das ist dann immer so interessant, dass sie dann aber letztendlich dennoch das Drehbuch halt erfüllen. Ja, weil Gott weiß ja schon von Anfang an, wie die Nationen sich jeweils entscheiden würden. Und er hat es einfach festgehalten. Okay. Jedem Volk und jedem Einzelnen von heute hat Gott einen Platz in seinem großen Plan zugewiesen. Also jetzt macht sie wieder den Vergleich zwischen Nationen und Individuen. Ja. Also die Nationen spielen jeweils ihre Rolle, ihren Platz nehmen sie ein, aber auch wir als Individuen. Wir sind alle in diesem großen Schauspiel drin. Ja. Einfach nur auf verschiedenen Ebenen. Heute werden die Menschen und die Nationen an dem Senkblei in der Hand dessen gemessen, der keinen Fehler macht. Alle entscheiden durch ihre eigene Wahl über ihr Schicksal. Und Gott hat die Oberhand über alles, um seine Absichten zu verwirklichen. Ja, also Gott ist in absoluter Kontrolle. Und das ist, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Besonders, wenn wir in diesen Test kommen werden, ja, dann kann man schnell sozusagen das aus den Augen verlieren, dass Gott in absoluter Kontrolle ist. Und da wird halt unser Glaube geprüft werden. Noch das nächste Zitat und dann können wir, denke ich, für heute abschließen erstmal und dann nächstes Mal dran anknüpfen und das weiter ausführen. Sie sagt, die Welt ist ein Theater. Die Schauspieler, ihre Bewohner. Also die Welt ist ein Theater, die Schauspieler, ihre Bewohner bereiten sich davor, ihre Rolle in dem letzten großen Drama zu spielen. Ja, also, wir sind alle in einer Art und Weise Schauspieler. Okay? Spielen alle in einem Theaterstück, wo Gott schon das Drehbuch geschrieben hat. Wir entscheiden nur, ob wir sozusagen den Held spielen oder ob wir den Bösewicht spielen. Okay? Und das ist jeweils dann unsere Entscheidung, die wir treffen. Und so entscheiden sich ebenso, genauso die Nationen. Unter der Mehrheit der Menschen gibt es keine Einheit. Es sei denn, die Menschen verbünden sich, um ihre egoistischen Ziele zu erreichen. Gott schaut zu. Seine Absichten in Bezug auf seine rebellischen Untertanen werden sich erfüllen. Die Welt ist nicht in die Hände der Menschen gegeben worden, obwohl Gott zulässt, dass die Elemente der Verwirrung und Unordnung für eine gewisse Zeit die Oberhand gewinnen. Ja, deswegen, er lässt es zu. Und scheinbar scheint es dann so, dass erstmal Gott nicht in Kontrolle ist. Ja. Aber er lässt es einfach nur zu. Weil er gibt dem Teufel also einfach einen gewissen Zeitraum zu wirken. Eine Macht von unten wirkt, um die letzten großen Szenen des Dramas herbeizuführen. Satan kommt als Christus und wirkt mit aller Verführbarkeit der Ungerechtigkeit in denen, die sich in Geheimgesellschaften zusammenschließen. Ja, so Ellen White schreibt auch immer wieder über Geheimgesellschaften. Und das sehen wir jetzt ja heutzutage immer mehr, wie letztendlich alle diese Politiker und so weiter in irgendwelchen Geheimgesellschaften sind. Okay? Diejenigen, die die Leidenschaft des Zusammenschlusses nachgeben, führen die Pläne des Feindes aus. Auf die Ursache wird die Wirkung folgen. Okay. Ja, also man muss sich also jeweils entscheiden, ja, welchen Platz nimmt man ein und so weiter und so fort. Und deswegen, die Welt ist ein großes Theaterstück. Und auch Paulus schreibt ja darüber, fällt das jetzt gerade nicht direkt ein, aber vielleicht können wir mit dem Bibelvers abschließen. Ich suche den mal nochmal ganz kurz, wo der steht.
Chronischer Brief, glaube ich. Ich suche mal ganz kurz. Das Hilfe, wenn ich es schnell finde. Jetzt fällt mir wieder einiges. Spectacle. Spectacle. Okay. Faszinierend. Genau, 1. Korinther 4, Vers 9 ist das. Ich habe es halt auch im Kopf. Eigentlich 1. Korinther 4. Habe es nicht gesehen. Beziehungsweise vielleicht nicht markiert. Schon. 1. Korinther 4, Vers 9. Da steht, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Ja, also auch die Apostel haben verstanden, letztendlich, dass sie wie ein Schauspiel sind, ja, wo Engel und Menschen zugeschaut haben. Ja, und das ist auch, was wir verstehen sollten. Und das, was wir uns dann auch jeweils anschauen werden, ist, dass auch die Welten da draußen, die schauen hier zu. Ja, Ellen White hat ja gesagt, dass die Welt ein großes Theater ist und die Bewohner die Schauspieler. Und ja, die ungefallenen Welten und der Himmel, ja, die schauen alle zu, was hier auf Erden passiert. Und das ist auch etwas, was im Ukraine-Krieg ebenso veranschaulicht wird und das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Okay, gut. Also ich hoffe, dass jeder soweit folgen konnte und dass wir vorhin diese Prinzipien sehen oder gesehen haben, ja, wie Nationen gedeihen können, indem sie wirklich Gottes Absichten erfüllen und hochhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie niedergebracht. Und genau dasselbe ist dann aber auch auf Gottes Volk anzuwenden und auf uns als Einzelmenschen. Ja, und jeder, der irgendwie eine Leitungsposition hat, ist in einer gewissen Weise dann auch ein Hirte. Und auch die Politiker oder die Regierungschefs und so weiter, die sind dann auch Hirten auf einer externen Ebene und je nachdem, ob sie dann dem guten Hirten, dem Beispiel folgen oder eben den falschen Hirten, werden sie dann letztendlich gedeihen oder sie werden eben ausgetauscht werden, sie werden niedergebracht werden. Und so viel dazu erstmal und lasst uns diese Gedanken mitnehmen und nächstes Mal werden wir dann darauf aufbauen und wir haben gesehen, auch ja, wie gesagt, dass alles ein Schauspiel ist, dass die Welt das große Theaterspiel ist und das wollen wir uns dann nächstes Mal noch genauer anschauen und das ist so ein wichtiges Prinzip, ja, dass wir diese Rollenspiele verstehen. Ja. Die ganze Bibel ist aufgebaut auf diesem Prinzip, die Rollenspiele, es ist letztendlich immer eine Gleichnishandlung. Christus hat nicht anders gelehrt als in Gleichnissen, deswegen alles, was er tut und auch vor unsere Augen setzt, das ist letztendlich ein Gleichnis, was wir verstehen müssen. Und wenn wir die Gleichnisse verstehen, dann verstehen wir die Geheimnisse des Königreichs Gottes. Das ist, was Jesus gesagt hat. Okay, gut. Dann würde ich sagen, es sei denn, es ist noch eine Frage übrig, dann wäre jetzt noch eine Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ansonsten würden wir dann mit Gebet abschließen. Okay, jemand hat noch was gepostet, Christian. Übrigens nur so am Rande. All the world's a stage und so und so forth. Okay, William Shakespeare hat das auch schon gesagt, dass die Welt eine Bühne ist. Genau. Ja. Also auch manche Weltmenschen verstehen das Prinzip. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lass uns mit einem Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Dank sagen, dass wir uns dieses Prinzip anschauen konnten heute Abend über das Schauspiel und auch über wie du Nationen aufrecht hältst und wie du sie niederbringst und wie du allen eine gewisse Zeit gibst,
sich zu bewähren. Und genauso hat das ja auch Anwendung auf uns als Volk Gottes und auch als Einzelmenschen. Hilf uns deswegen, diese Prinzipien auch in unser eigenes Leben zu übertragen und zu prüfen, wo wir den guten Hirten repräsentieren und wo wir den falschen Hirten repräsentieren. Und mögest du uns Buße geben, überall, wo wir nicht dem guten Hirten entsprechen. Und bitte hilf uns, Vater, dass wir uns nicht erheben im Stolz und nicht grausam werden und unterdrücken, sondern dass wir aufbauen und schützen. So legen wir das alles in deine Hände. Bitte mach es möglich, dass wir uns kommenden Mittwoch wieder treffen können, dass wir das Studium fortsetzen können und dass wir auch diesen Ukraine-Krieg dann aus deinen Augen basierend auf deinem Wort betrachten können und erkennen können, schon den Ausgang, der kommen wird. Und wir bitten und danken dafür im Namen Jesu. Amen. Alles klar, liebe Geschwister, dann Gott segne euch, gute Nacht und dann sehen wir uns, so Gott will, nächsten Mittwoch wieder. Okay, ciao.